بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبقى شوستا في ماخن إن شاء الله تعالى أنا غاية فون دروس über das Thema التكفير. التكفير und wir wissen ja, dass halt heutzutage eine Minderheit gibt von den Muslimen, die jeden nach Lust und Laune ja für Kafir erklären, ja, und ich habe das wirklich für wichtig erfunden, dass ich halt inshallah ta'ala diesen Dars mache, möge Allah tabaraka wa ta'ala mir es leichter machen, diese ganzen Aussagen, die ich halt jetzt gesammelt habe von den A'imma, von den Ulama, von Ahl al-Ilm alayhim rahmatullah, halt zu übersetzen ins Deutsche, weil ich das halt schon alles auf Arabisch habe. Und wir werden inshallah ta'ala dieses Thema, es ist ein sehr großes, sehr und großes und breites Thema, wir werden das inshallah ta'ala so gut wie möglich halt übersetzen, damit ihr das auch versteht. Ja, weil das ist, wie gesagt, ein sehr großes Thema, sehr breit und ist auch sehr gefährlich. Ja, weil diese Minderheit, ja, es gibt ja Minderheit, wie schon gesagt, die jeden nach Lust und Laune für Takfir für Kafir erklären und machen Takfir auf jene und Zaid und Amr, nur weil die von ihm irgendwas gehört haben oder irgendwas gesehen haben, was denen nicht gefallen hat. Ja? Deswegen, inshallah ta'ala, fangen wir an. Was bedeutet At-Takfir? Ja? Ma ma'na an yahkuma 'ala al-insani bir-ridda? Ja, was bedeutet, wenn man jemand zum Beispiel zu jemandem sagt, ja, wir reden jetzt über den Kreis von Ahl Sunnah wal Jama'a, ja, keine andere Sekte, ja, yani, dieses Thema betrifft nur Ahl Sunnah wal Jama'a und keine andere Sekte, ja, wir reden jetzt nicht über die Rafida oder über die Sufia oder über die Ahbash und so weiter und so, die ganzen irren Sekten, darüber reden wir nicht, sondern wir reden über eine über dieses das Thema Takfir, das bei einer Minderheit von den Muslimen, von Ahl Sunnah wal Jama'a verbreitet ist und die machen halt Takfir auf jeden. Ja, dieses Dars beinhaltet halt, wie gesagt, nur, yani, oder dieses Dars ist nur für Ahl Sunnah wal Jama'a gedacht, liebe Geschwister. Damit ihr wisst von Anfang an, worüber wir sprechen. Ja, weil diese Minderheit, ja, sind von Ahl Sunnah wal Jama'a, die halt alle anderen für Kafir erklären. Und wie gesagt, die Definition oder was die Frage ist, was bedeutet, wenn man jemanden für Kafir erklärt? أنه لا يحل لزوجته أن يبقى معه وأنه يجب يفرق بينه وبين زوجته وأن أولاده لن يبقوا تحت سلطانه وأنه فقد حق الولاية والنصرة على المجتمع الإسلامي وأنه يجب عليه أن يمثل أمام القضاء الإسلامي حتى ينفذ فيه حكم المرتد. Ja, بعد أن يستتيب أهل العلم من بعد أن يستتيبه أهل العلم من العلماء المجتهدون من أهل الحل والعقد وبعد أن يقيم عليه الحجة ويزيل منه أو من ذهنه الشبهة فإن أسر فإن الشرع خول لولي الأمر أن يحكم عليه بالردة. Was bedeutet das, liebe Geschwister, diese kurze Definition über dieses Takfir heißt, wenn zum Beispiel du zu jemandem sagst, ja, der ist Kafir, weil er so und so gesagt hat, oder der ist Kafir, weil er das, weil ich das und das von ihm gesehen habe. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass, yani, dass er Murtad ist, dass er nicht mehr Muslim ist. Das heißt, seine Frau darf nicht mehr mit bei ihm bleiben. Seine Frau. Die Kinder dürfen nicht mehr bei ihm bleiben. Yani, die Familie geht auseinander sofort. Die Zerstörung der Familie ist als erstes damit gemeint. Liebe Geschwister, und dann muss er sich verantworten bei den islamischen Richter, und die Ulama müssen halt ihn darüber klären, was er da gesagt hat oder was er da gemacht hat. Und wenn die Ulama, alayhim rahmatullah, halt die ganzen Shubha, diese ganzen Scheinargumente und diese ganzen Geschichten von ihm oder von seinem Kopf halt, oder wenn die Ulama die ganzen Shubuhat, den er hat, wegmachen mit Kitabullah wa Sunnah, und wenn er trotzdem aber darauf besteht, heißt es, dass er Kafir ist. Heißt es, dass er Kafir ist. Und was bedeutet das? Ja, und
normalerweise al-Hukm al-Murtad in den islamischen Staaten heißt, dass er Kafir ist. Ja, al-Murtad, da muss er sich verantworten bei den islamischen Gerichten, wenn er nicht Tauba macht. Ja, der Tauba und die Ulama kommen und sagen ihm, was er falsch gemacht hat. Indem die Ulama sagen, guck, Allah tabaraka wa ta'ala sagt im Koran, diese Verse oder das oder in Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt dies und das. Und wenn er trotzdem, ja, sturkopfig und sagt, ich bleib dabei, dann ist er Murtad. Was bedeutet das, liebe Geschwister? أي الردة هو أن يعامل معاملة الكفار بعد موته فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولا يرث إذا مات موروث له واستوجب الخلود في النار وهذه قضية خطيرة جدا. Das bedeutet, wenn jemand auf jemandem Takfir macht, heißt es, dass er dann gleichzeitig ein Kafir ist, den du auf ihn Takfir gemacht hast. Ja, das heißt, den dürfen wir dann nicht waschen, ja, wenn er stirbt. Und den dürfen wir auch nicht Takfir machen. Ja, und wir dürfen nicht auf ihn beten, yani Salat al-Janaza, Salat al-Janaza. Ja, und er darf nicht in den Friedhöfen von den Muslimen begraben werden. Und keiner darf von ihm halt diese Erbe, die Geschichte von der Erbe, darf keiner von ihm halt erben. Versteht ihr? وَلَا يُوَرَّثُ وَلَا يَرِثُ إِذَا مَاتَ مَوْرُوثٌ لَهُ. Yani er selber, wenn er stirbt, gibt es keinen Waritha dann. Und auch wenn jemand von seinen Verwandten stirbt, er bekommt keine Waritha, weil er was ist? Weil er Kuffar, weil er Kafir ist. Ja? Und وَاسْتَوْجَبَ الْخُلُودُ فِي النَّارِ, dass er auch für alle Zeiten, du sagst, wenn du jemanden sagst, der ist Kafir, das heißt, du hast gesagt, dass er für alle Zeiten in der Hölle schmoren wird. Und deswegen, liebe Geschwister, dies ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Ja, als eine Katastrophe für sich, wenn jemand hier, ja, seinen Mund aufmacht und nach links, ja, stempelt, der ist Kafir, und nach rechts stempelt, der ist Kafir, und der ist wahrscheinlich auch hier in Deutschland groß gewachsen. Ja, diesen Bruder, der Takfir auf die anderen macht, der ist wahrscheinlich hier aufgewachsen und wahrscheinlich hier geboren, ja, der nicht mal halt den arabischen Sprache richtig kennt und macht trotzdem Takfir auf allen Seiten, ja, sozusagen 360 Grad. Al-Ulama al-Akabir, die Großgelehrten, liebe Geschwister, al-Mujtahidin, yatarayyathun bimi'at al-marrat qabl an yahkumu ala insanin bikufr. Die Ulama alayhim rahmatullah, die Großgelehrten, 100 Mal untersuchen die über 100 Mal, ja, damit die wissen, ob er tatsächlich Kafir ist. Die Ulama, die Großgelehrten, die Mujtahidun, das ist nicht unsere Sache, dass wir jeden sagen, der ist Kafir und der ist Kafir, das ist nicht deine Sache, mein Bruder, ja, lass das. Das ist die Sache von den Gelehrten, Ulama. Nicht ich und nicht du behaupten, dass der Kafir ist und dass der Kafir ist, oder weil wir irgendwas gesehen haben von ihm oder was gehört haben von ihm, dürfen wir nicht sagen, dass er Kafir ist. Ihr müsst aufpassen, liebe Geschwister. Die Sache ist sehr, sehr gefährlich. Ja? Deswegen sagen Ahlul Ilm, was sagen die Ahlul Ilm, alayhim rahmatullah? Ahlul Ilm sagen, nahnu nahkumu lil mar'i bil islami bi adna shubhatin wa kalam. Die Ulama sagen, wir sagen zu jemandem, ja, mit dem geringsten Scheinargument, ja, dass er zeigt, dass er Muslim ist, sagen wir, dass er Muslim ist. Sagen die Ulama, liebe Geschwister. Mit dem kleinsten Scheinargument, dass man sieht, okay, er sieht so aus, als ob er Muslim ist, sagen die Ulama, der ist Muslim. Ja, ولا نخرج المرأة من الإسلام إلا بيقين أو إلا بيقين كفر كالشمس في رابعة النهار لا يختلف في عليه اثنان وبعد قيام الحجة الرسالية عليه. Und wir werden niemandem, sagen die Gelehrten, aus dem Islam austreten lassen mit dem Aussage, takt er ist Kafir, bis wir halt untersucht haben, muss wir ihn aufgeklärt haben über das, was er gesagt hat und über das, was er gemacht hat mit Koran und Sunna. Ja, und dass dieses Kufr, das er angeblich gemacht hat oder dass er das gesagt hat, muss so klar sein wie die Sonne, ja, in der Mittagszeit. Versteht ihr, liebe Geschwister? Das muss so klar sein, den Kuffer von diesem jemand,
ja, dass zwei Leute nicht darüber streiten, ob er tatsächlich Muslim oder Kafir ist. Das muss hundertprozentig klar sein. Nicht 99%. Hundertprozentig, liebe Geschwister. Deswegen sagen wir, الذين يوزعون الكفر على المسلمين من غير بينة ولا بلا وبلا دليل ولا حجة يا عليهم أن يتقوا الله في دينهم وإخوانهم وأن لا يتعجلوا ولا يتسرعوا في تكفير أحد سيما بعد أن شهد شهادة الحق ونطق بكلمة التوحيد ولئن أخطأ الإنسان في العفو خير له من أن يخطأ في العقوبة. Ja, deswegen, das ist eine Warnung, liebe Geschwister, ja, für diejenigen von uns, die halt auf jeden Takfir machen, ja, ittaqullah, fürchtet Allah und sagt nicht einfach so willkürlich, der ist Kafir und der ist Kafir und der ist Sindiq und der ist Munafiq, fürchtet Allah, ja. Und wenn jemand, ja, bei seiner Aussage, ja, wenn jemand verfehlt bei seiner Aussage und sagt zum Beispiel zu jemandem, der ist Muslim, obwohl er kein Muslim ist, ist viel besser, als wenn man einen Fehler macht und sagt, der ist Kafir und der ist kein Kafir. Lieber Geschwister, der ist Muslim. Ja? Yani, wenn du einen Fehler machst und zu jemandem sagst, der ist ein Muslim, ich sehe ihn als Muslim, obwohl er Kafir ist. Ist viel besser, wenn du das sagst über hier meinen wir deine Zunge, weil das, was du sagst, wird geschrieben, lieber Geschwister. Deswegen musst du aufpassen auf deine Zunge. Wenn du zu jemandem sagst, der ist Muslim, obwohl er Kafir ist, ist ahwan, ist leichter, ist viel leichter, als wenn du zu jemandem sagst, der ist Kafir, jedoch der ist Muslim. Ja, deswegen fürchte Allah und achte darauf, was du sagst. Ja. Und Takfir al-Muslimin, ja, تولى كبرها فرقتان ضالتان قديما ولهما ذيول إلى الآن. Ja, dieses Takfir, liebe Geschwister, die Leute, die halt die Muslime für Takfir oder die Muslime für Kuffar erklärt haben, ja, es gibt zwei Firqa, es gibt zwei Sekten. Ja, die erste Sekte ist was? Damals. Und die haben damals mit dieser Sache angefangen, mit Takfir. Und das geht bis heute noch. Ja, es geht bis, deren Ideologie geht bis heute noch. Die Ideologie von Shia und die Ideologie von Khawarij, liebe Geschwister. فالخوارج الذين كفروا الصحابة وقاتلوا الصحابة وخرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Die Khawarij, dass die Sahaba für Kuffar erklärt haben, und dass die halt mit dem Schwert gegen die Sahaba und gegen die Tabi'in radiallahu anhu ajma'in vorgegangen sind mit Shubuhat. Ja? Und das beste Beispiel dafür ist, dass die Khawarij gegen die Sahaba, gegen Ibn Abbas, gegen Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu gekämpft haben mit Shubuhat. Und als Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu arda Ibn Abbas gesandt hat, um denen zu klären, was deren Problem ist, ja, was bei denen kaputt ist, ja, von dieser Khawarij, liebe Geschwister, ungefähr 4.000, 5.000 Leute waren das in den damaligen Zeit. Ibn Abbas, alayhim assalam, ja, der Cousin des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, ist zu denen gegangen und hat den aufgeklärt. Von dieser 4.000 sind die Hälfte ungefähr zurückgetreten von deren Meinung. Warum? Weil die den Koran nicht verstanden haben, liebe Geschwister. Weil die einfach so Koran zitiert haben, einfach die Verse auf jemanden praktiziert haben, ohne zu wissen, was Allah ta'ala damit meint. Deswegen sind ungefähr 1500, 2000 Leute von dieser Khawarij zurückgekehrt mit Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu arda, als er sie aufgeklärt hat, liebe Geschwister. Ja. Der zweite Sekte, der zweite Firqa ist al-Shia, al-Majus, ja, kaffaru kulla al-Sahabati illa thalatha. Die Shia, die Rafida, die Anhänger von Abdullah ibn Saba und Ismail al-Safawi, haben alle Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, ajma'in, für Kafir erklärt, außer drei. Wir waren diese drei? Bilal al-Habashi, Miqdad ibn Aswad und Abi Dharr al-Ghifari, radiallahu ta'ala anhum, wa an jami' al-Sahaba. Ja? Und die Schia haben die Mutter der Gläubigen, die Ummahat al-Mu'minin, die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, für Kuffar erklärt, liebe Geschwister. Ja?
außer Khadija alayhi salam. Alle anderen Frauen des Propheten sallallahu alayhi wa sallam ist bei Shia alle Kuffar. Ja? وكفروا أبا بكر وكفروا عمر وكفروا عثمان وكل الصحابة وإلى الآن يا und die Schia haben die Sahaba, die Gefährten des Propheten für Kuffar erklärt, Abu Bakr, Umar, Uthman, alle Sahaba und die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam und bis heute. Bis heute, liebe Geschwister. Ja? Und deswegen glaubt ja nicht, wenn die sagen, nein, wir machen kein Takfir. Ja, glaubt das ja nicht, die machen Taqiyya. Ja, gut. Abgesehen davon. Kommen wir zu dem, das sind die beiden, wie gesagt, die beiden Firak, die Takfir praktiziert haben und auf die Muslime und die Muslime für Kuffar erklärt haben. Wie gesagt, Al-Khawarij und dann die Shia, Shia Majus. Wir haben ein Hadith des Propheten, jetzt abgesehen davon, jetzt kommen wir zu den Ahadithen. Wir haben ein Hadith von dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam an al-Miqdad ibn Aswad radiyallahu ta'ala anhu arda qal. Und der Hadith ist sahih. Qal ya Rasulallah, ara'ayta in laqitu rajulan. Der Sayyidina Miqdad jetzt redet mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Was sagt Sayyidina Miqdad? Sagt, ya Rasulallah, ara'ayta in laqitu rajulan min al-kuffari faqatalani fadaraba ihda yadayya bis-sayfi faqata'aha ثم لاذمني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله سيدنا مقتاد زاك وين إيش يا رسول الله أو بروفيت أو جزانت الله صلى الله عليه وسلم دا زاك يا رسول الله وين إيش مت يمان دم فن كفار كمفة يا إن دم كريك ولا so weiter und so fort فقاتلني und er hat auch gegen mich gekämpft فضرب إحدى يدي بالسيف und er hat meine Hand mit dem Schwert geschlagen, ja, mit dem Schwert geschlagen und hat meine Hand zerschnitten. Yani, die Hand ist weg. Das sagt Sayyidina Muqtada zu dem Propheten sallallahu alaihi. Und dann ist er abgehauen, dieser Kafir, hinter einem Baum. Und ich bin ihm hinterher, dicht auf dem Fersen, sagt Sayyidina Miqdad. Faqala, und dann, als dieser Kafir gemerkt hat, dass ich hinter ihm her bin und gesehen hat, dass ich ihn jetzt halt wieder bekämpfe und er hat Angst, dann sagt er, faqala aslamt. Ja, yani der Hadith ist so, da sagt er, faqatalini, fadaraba ihda yadayya bis-sayfi faqata'aha. Thumma, dann sagt er, und dann ist er hinterm Baum versteckt. Ja, faqala aslamtu. Als ich gekommen bin, um Rache zu nehmen, sagt er, ich bin Muslim jetzt. Aslamtu lillah. Dieses Kafir, ja, vor 2 Minuten hat er gegen Sayyidina Miqdad gekämpft. Und jetzt, ja, als Sayyidina Miqdad gegen ihn kämpft, es geht jetzt nicht um den Kampf, es geht um das, was Sayyidina Miqdad jetzt sagt hier. Die Aussage von Sayyidina Miqdad. Er sagt, wenn ich gegen jemanden kämpfe und so weiter und so fort, der das mit mir macht. Ja, und dann versteckt er sich hinter einem Baum und da sagt er, ich bin Muslim geworden, ich bin konvertiert zum Islam, ich bin Muslim geworden. فَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ, soll ich ihn dann töten, ja Rasulallah, nachdem er das mit mir gemacht hat, was er gemacht hat, nämlich seine Hand abgeschnitten. Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? قَالَ لَا تَقْتُلُهُ. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, nein, töte ihn nicht, sagt der Prophet zu Sayyidina Miqdad. قال فقلت سيدنا مقداد انفوتد يزن sagt يا رسول الله انه قطع يدي ثم قال ذلك بعد ان قطعها افاقتله يا رسول الله er hat meine Hand abgeschnitten und danach hat er gesagt dass er jetzt Muslim geworden ist. Der Prophet sagt noch mal قال لا تقتله, töte ihn nicht. فان قتلته فانه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمة التي قال. Da sagt der Prophet, töte ihn nicht. Wenn du ihn tötest, ja, dann ist er, yani die Mansila von ihm, die Stufe von ihm, yani die Stufen werden eingetauscht. Du bist ein Sahabi, der ist ein Kafir. Wenn du ihn tötest, obwohl er gesagt hat, dass er Muslim geworden ist, wenn du ihn trotzdem tötest, ja, dann werden die Stufen eingetauscht. Die Stufen werden vertauscht. فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ, der Stufe von dem Kafir ist deine Stufe dann. Und deine Stufe ist seine Stufe. Yani, als ob yani, die Stufen, subhanallah, vertauscht werden.
So gefährlich ist das, wenn du jemanden für Kafir erklärst, lieber Geschwister. Ja? Obwohl du gerade gegen ihn gekämpft hast und gerade deine Hand abgeschnitten hast, das ist das Beispiel von Sayyidina Miqdad. Und wenn er sagt, ich bin jetzt Muslim geworden, darfst du nicht sagen, nein, du bist Kafir. Und deswegen töte ich dich. Das geht nicht, liebe Geschwister. Ja, das ist das, die Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sagen wir, إذن لا نقتله نثبت له الإسلام بأدنى شبهة ولا يخرج من الإسلام إلا بيقين كفر كالشمس. Deswegen kommt er nicht aus dem Islam raus, إلا mit einem Beweis, der klarer ist als die Sonne in der Mittagszeit. Al-Bukhari alayhi rahmatullah überliefert uns ein Hadith, rahimahullah, an Thabit ibn al-Dhahhak radiyallahu ta'ala anhu arda, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man halafa bi millatin أو من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. Kurze Übersetzung von diesem Hadith: Der Prophet sagt am Ende dieses Hadiths, wenn jemand zu jemandem sagt, du bist Kafir, oder der ist Kafir, oder der ist Kafir, das bedeutet, als ob er gleich eine Pistole auf seinem Kopf sitzt und ihn tötet, liebe Geschwister. Hat die gleiche Stufe, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, wenn jemand zu jemandem sagt, der ist Kafir, heißt, es ist halal, dass man ihn tötet, gleich. Pass auf, liebe Geschwister. Die Sache ist sehr gefährlich. روى الشيخان إمام مسلم وإمام البخاري عليه رحمة الله في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن جميع الصحابة سيدنا عبد الله بن عمر der Sohn von أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه السلام sagt قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم der Prophet صلى الله عليه وسلم hat gesagt أيما رجل قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا Raji'at alayhi. Wenn jemand zu jemandem sagt, der ist Kafir, oder du Kafir, dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dieses Wort, ja Kafir, ja, wird einer von denen treffen. Ja, einer von denen. Und wenn es nicht so ist, ja, und wenn du zu jemandem sagst, Kafir, und er ist nicht Kafir, dieses Kufr kommt zu dir zurück. Das heißt, du bist dann Kafir. Wal'iyadhu billah. Ja, deswegen hütet eure Zunge davon, ja? Haltet euch von diesen Sachen fern, ja? Ihr seid dieser ganzen Sachen nicht gewachsen, dass ihr zu jemandem sagt, der ist Kafir und der ist Kafir und sitzt hier einfach so, ohne dass er nur das nur ihr habt ja nur ein Juz Koran gelesen oder ein Kitab gelesen, ein Buch gelesen, schon seid ihr Ulema und macht Takfir auf alle. Das geht nicht, liebe Geschwister. Deswegen wir müssen Allah tabarak wa ta'ala fürchten, ittaqullah, ja, und deswegen hütet euch für Takfir, ja, hütet euch für Takfir, lasst euch nicht darauf reinfallen, das ist nicht eure Sache, ihr seid diese Sache nicht aufgewachsen, ihr seid diese Sache nicht gewachsen, ja, das ist die Arbeit von den Ulama, von den Gelehrten, nicht eure. Und Imam al-Bukhari, alayhi rahmatullah, überliefert ein Hadith von Sayyidina Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu arda, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Sayyidina Abi Dharr sagt, ich habe dem Propheten صلى الله عليه وسلم gehört, dass er gesagt hat, قال الرجل إذا قال الرجل, sagt der Prophet, إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. Genau, ist ähnlich wie der Hadith vorher. Der Prophet sagt, wenn jemand zu jemandem sagt, ja, Kafir, einer von denen ist damit getroffen. Entweder der tatsächlich Kafir ist, den du ihn für Kafir benannt hast, oder der ist nicht Kafir, der ist Muslim, aber du hast ihn für Kafir erklärt, nur weil du was gesehen hast, was er gesagt hat, oder was gesehen hat, was er gemacht hat, dann bist du Kafir damit. Ja? Warum machst du das? Ja? Das ist nicht deine Aufgabe, dass du jemanden für Kafir erklärst. Ja? Beschäftige dich mit Koran, beschäftige dich mit Sunna, beschäftige dich mit Fiqh, beschäftige dich mit den Ulum von Koran. Halte dich davon fern, das ist nicht deine Sache. Ja? Das verstehst du nicht.
Und Akhraja Abu Dawudin, alayhi rahmatullah, in seinem Sunan, Abu Dawud, hat ein Hadith überliefert in dem Sunan. Und dieses Hadith, Hassanahu al-Albani, Imam al-Albani hat dieses Hadith für Hassan erklärt, in Sharh al-Tahawiyya, an Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, Abu Huraira radiyallahu anhu arda, sagt, der Prophet sallallahu alayhi wa sallam hat gesagt, kana rajulani min bani Israel, der Hadith ist so, zwei Männer von Bani Israel. Ja? Einer ist Abid, einer macht immer Ibadah und der andere macht immer Ma'siyah. Einer macht immer Ibadah für Allah und so weiter und so fort und der andere macht immer nur Ma'siyah, macht nur schlechte Sachen. Und dieser gute Abid, ja, warnt ihn immer ständig. Lass das, das ist nicht gut, was du machst. Kehre zu Allah zurück und so weiter und so fort. Ja? Und dann der Hadith sagt, فوجده يوما على الذنب فقال له اقصر. Eines Tages hat dieser Abed diesen anderen gesehen, dass er halt was Schlechtes macht. Dann hat er zu ihm gesagt, اقصر, يعني hör auf, ihr ittaqillah. Ja, fürchte Allah, warum machst du das? Was sagt der Mudhnib, der das halt Schlechte gemacht hat? Da sagt er, فقال المذنب خليني وربي أبعث علي رقيبا. Lass mich doch in Ruhe, ja? Bist du Gesandter auf mich? فقال المجتهد. Und der Mujtahid, was hat er gesagt? Daraufhin, أقصر فوالله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. Fürchte Allah, sonst Allah wird dich nicht in Jannah reinlassen. Ja? Oder Allah wird dich nie verzeihen, sagt der Mujtahid zu den anderen, der immer Fehler macht, der immer halt schlechte Sachen macht. فقبض الله أرواحهما. Ja? Und dann, Allah hat deren Seelen zu sich geholt. Ja, die sind gestorben. فَاجْتَمَعَ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Die sind beide jetzt bei Allah tabaraka wa ta'ala. فَقَالَ رَبُّنَا. Allah tabaraka wa ta'ala hat gesagt, للمجتهد, zu demjenigen, der Mujtahid war, der halt immer Ibadah gemacht hat, immer guten Sachen gemacht hat, was sagt Allah tabaraka wa ta'ala zu ihm? أَكُنْتَ بِي عَالِمًا. Wusstest du, was ich entscheide oder was ich mache? Ja? Yani, woher weißt du, dass er nicht in die Jannah kommt? Woher weißt du, dass er Kafir ist und so weiter und so fort, ja? أو كنت على ما في يدي قادرة, ja? Oder dass du einfach sagst, du gehst jetzt in Jannah und du gehst jetzt in Nar. Das ist nicht in deiner Hand, Bruder. وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة. Allah تبارك وتعالى hat zu dem gesagt, der Schlechtes gemacht hat, geh zu dem Paradies. برحمتي. وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. Bring ihn zu den Jahannam. Al-Iyadu Billah. Ja? Und Abu Huraira erklärt uns den Hadith jetzt. Was sagt Abu Huraira رضي الله عنه وأرضاه? قال والذي نفسي بيدي لتكلم المجتهد الجاهل بكلمة أوبق الدنيا وآخرته. Dieses Mujtahid hat so eine große Sache gesagt, als er gesagt hat, dich wird Allah nie verzeihen. Oder du wirst nie in der Jannah landen. Das ist eine große Sache. Deswegen hat ihn Allah bestraft mit Jahannam. Obwohl er ein Mujtahid war, obwohl er ein Abid war, liebe Geschwister. Deswegen diese ganzen Takfir-Geschichten, dass wir Takfir auf jedem machen und den Stempel gleich in der Hand haben, überall wo wir sind. Ja? Und den abstempeln mit Kafir und den abstempeln mit Kafir, das ist nicht unsere Sache. Ja? Lass das. Ihr seid dies nicht gewachsen. Subhanallah. Deswegen takfiru al-Muslimi bila dalilin wa bi adna shubhatin musiba, dass man jemanden für Kafir erklärt mit einem ohne Beweis oder mit einem Schein Argument, was er gesagt hat oder irgendwas, was er gesagt hat, dass man gleich sagt, dass er Kafir ist, das ist eine der großen Katastrophen, liebe Geschwister. Deswegen kommen wir zu den Aussagen von den Gelehrten über dieses Thema, über diese Geschichte. Was haben die Gelehrten über dieses Thema Takfir gesagt? Kommen wir zu Imam al-Ghazali. Ja, Abu Hamid al-Ghazali alayhi rahmatullah sagt in seinem Buch Al-Iqtisad fil I'tiqad. Al-Iqtisad fil I'tiqad. Da sagt er, dieser Gelehrte, والذي ينبغي الاحتزاز منه التكفير ما وجد إليه سبيلا. Ja,
فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين الذين من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ أو خطأ في ترك ألف كافر. يا زاكت خطأ زاكت فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ. Und dann, والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم. Das sagt Imam al-Ghazali, rahmatullah, er sagt, dieser Takfir auf jemandem ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Ja? Und mit dieser Aussage, dass jemand Kafir ist, wird der Gegenüber, den Gegenüber, dass du ihn für Kafir erklärt hast, der wird getötet, ist die Bahtet Dima, und sein alles, was er hat, wird weggenommen von ihm, weil er Kafir ist, ja, und ist die Bahtet Dima wal amwali min al musallin, zu denjenigen, die beten nach Qibla, oder die sagen, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad al-Rasulullah, das ist falsch, sagt Abu Hamid al-Ghazali, das dürft ihr nicht machen, sagt er. Mach kein Takfir auf jemanden, der sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah. Sagt Abu Hamid al-Ghazali. Ja? Deswegen hütet euch, liebe Geschwister, und hütet eure Zunge davon, jemanden von Islam wegzubringen mit irgendwas, was ihr von ihm gesehen habt oder was ihr von ihm gehört habt. Hütet euch. Und deswegen sagt er, الخطر sehr sehr gut diese hier diese Aussage الخطأ في ترك ألف كافر في الحياة da sagt er wenn du 1000 Kafir im Leben lässt ja ist leichter als wenn du jemanden von Muslim ein Muslim tötest في سبك دم مسلم. Guck lieber Geschwister wie dieses Blut von Muslim, wie wichtig dieses Blut von Muslim bei Allah ist, tabaraka wa ta'ala, liebe Geschwister. Deswegen, wenn du einen Fehler machst und einen Kafir für Muslim erklärst, ist viel leichter, als du jemandem für Kafir erklärst, obwohl er Muslim ist. Deswegen, wenn du sagst zu jemandem, zu 1000 Leuten, diese 1000 Leute sind alle Muslim, obwohl diese 1000 Leute alle Kuffar sind, ja, ist besser, als wenn du zu jemandem von Muslim, ein Muslim, wenn du zu jedem ein Muslim sagst, dass er Kafir ist, obwohl er kein Kafir, obwohl er Muslim ist. Deswegen, fil akhirati, am jüngsten Tag, Allah, tabaraka wa ta'ala, la yas'alu, anta limadha ma qulta li fulanin kafiran. Allah tabaraka wa ta'ala wird dich nicht, wenn du tot bist, Allah tabaraka wa ta'ala wird dich nicht fragen, warum hast du nicht gesagt zu demjenigen, dass er Kafir ist. Nein, das sagt Allah tabaraka wa ta'ala nicht. Allah tabaraka wa ta'ala sagt, لماذا قلت عنه كافر? Warum hast du ihn für Kafir erklärt? Warum hast du gesagt zu denjenigen, dass er Kafir ist, obwohl er nicht Kafir, obwohl er Muslim ist? Deswegen kommen wir zu Ibn Izz al-Hanafi, alayhi rahmatullah, der zweite Gelehrte. Da sagte er in dem Buch Tahawiyya, إِنَّهُ لَمِنْ أَعْظَمِ الْبَغِي أي الظُّلِمْ أَنْ يُشْهَدَ عَلَى الْمُعَيَّنِ أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لَهُ وَلَا يَرْحَمُهُ بَلْ يُخَلِدُهُ فِي النَّارِ فَإِنَّ هَذَا هُوَ حُكْمُ الْكَافِرِ بَعْدَ الْمَوْتِ. Da sagt Ibn Izz al-Hanafi, alayhi rahmatullah, ist sehr, sehr gefährlich, wenn jemand, ja, es ist sehr gefährlich und ist ein Zulm, eine Ungerechtigkeit, ein Zulm, Baghi, dass jemand jemandem ja, für Kafir erklärt. Ja, und dass man sagt, dich wird Allah nicht verzeihen. Allah wird mit dir nicht barmherzig sein. Allah wird dich in der Hölle schmoren lassen. Dann sagt Ibn Izz, فَإِنَّ هَذَا هُوَ حُكْمُ الْكَافِرِ بَعْدَ الْمَوْتِ. Dies ist für diejenigen, die Kuffar sind, die für die Kuffar. Das ist der Hukum für die Kuffar, dass die gar nicht an Allah geglaubt haben. Das ist deren Hukum, dass die in der Hölle schmören, weil die nicht an Allah tabaraka wa ta'ala geglaubt haben am jüngsten Tag. Das ist der Hukum für Kuffar, nicht für die Muslime, liebe Geschwister.
Kommen wir zu Imam Ibn Abd al-Birr, alayhi rahmatullah, in seinem Buch At-Tamhid. Da sagt er, Al-Wajib fi al-Nadari, an la yukaffira illa man ittafaq al-Jami'u ala takfirihi, au qama ala takfirihi dalilun la marfa'a lahu min kitabin au sunnah. Da sagt er, es gibt keinen Zweifel. Ja? Oder? Yani, dass du jemanden für Kafir erklärst, musst eine hundertprozentige Beweis dafür geben und die Ulama müssen darauf einig sein. Ittafaqa jami'u ala takfirihi. Dass jeder, ja, jeder sagt, okay, das, was wir von ihnen gesehen haben oder was wir von ihnen gehört haben, ja, ist wirklich Kufr. Ja, und die Ulama sind darauf einig, Ijma', dass er Kafir ist. Dann darfst du sagen, der ist, nicht du darfst sagen, sondern die Ulama. Das ist nicht deine Sache. Ja, du yani, am besten yani, machst du mit dieser Sache, yani, mit dieser Takfir und so weiter, yani, am besten bleibst du Meilen davon weg. Ja? Bleib tausenden Meilen davon weg. Ist besser, als ob du kommst und mit, nur wenn du ein einziges Mal falsch liegst, ja, und sagst, der ist Kafir, obwohl er nicht Kafir ist, du tretest aus dem Islam raus. Du bist dann Kafir, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Das ist eine große Sache. Auf deiner Zunge ist es leicht. Deine Zunge wird nie müde. Du kannst von morgen bis abends reden. Ja, deine Zunge wird nie müde. Deswegen musst du auf deine Zunge aufpassen. Bleib davon entfernt. Das ist nicht deine Sache. Deswegen sagt auch Ibn Abd al-Birr, die Ulama müssen darauf einig sein und ihn oder beziehungsweise den Beweis muss auch in dem Buch von Allah tabaraka wa ta'ala und auch den Sunnah des Propheten vorhanden sein. Nicht einfach so. Ja, wenn zum Beispiel manche Ulama sagen, zum Beispiel derjenige, Zaid oder Amr oder keine Ahnung wer, Person X oder Person Y ist Kafir. Manche Ulama sagen, dass er Kafir ist. Andere Ulama daraufhin sagen, nein, dass er nicht Kafir ist. Er ist nicht Kafir. Das heißt, du darfst ihn dann nicht für Kafir erklären. Warum? Weil die Ijma' al-Muslimin nicht darauf basiert. Weil die Ijma' al-Ulama nicht darauf basiert. Sagt Ibn Abd al-Birr. Das ist nicht meine Aussage. Ich übersetze das nur. Kommen wir zu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah. Da sagt er in seinem Buch, Majmu' al-Fatawa, وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُكَفِّرَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Keiner von euch, sagt Ibn Taymiyyah, darf einfach so jemanden für Kafir erklären von den Muslimin. وَإِنْ أَخْطَأَ وَغَلَطَ حَتَّى تُقَامَ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ. Auch wenn er einen Fehler gemacht hat, oder irgendwas gesagt hat, was falsch war, was Kufr war, حَتَّى تُقَامَ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ, sagt er. وَتُبَيَّنَ لَهُ الْحُجَّةِ وَمَنْ ثَبَتَ إِسْلَامُهُ بِيَقِينٍ لم يزل عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. Wenn jemand Muslim ist, darfst du ihn einfach nicht so für Kafir erklären, weil er irgendwas gesagt hat oder weil du an ihm irgendwas nicht angepasst hast, dir nicht gefällt hat, was er gemacht hat. Das geht nicht. Das muss mit Beweisen und hundertprozentige Beweisen von Koran und Sunnah und der Ijma' von Ulama darauf basiert sein. Und die machen das, nicht du. Deswegen geben wir ein Beispiel. Wir sagen zum Beispiel, Insan, يمكن Insan يقول ما هو كفر أو يفعل ما هو كفر ولا يكفر. Es kann sein, dass jemand was irgendwas sagt, eine Aussage, der Kufr ist. Oder irgendwas macht, dass es Kufr ist. Aber trotzdem wird er nicht für Kafir erklärt. Er ist trotzdem nicht Kafir. Man kann trotzdem nicht Takfir auf ihn machen. Warum? لعله مجنون. Vielleicht ist er verrückt. لعله صغير. Vielleicht ist er klein. لعله مخطئ. Vielleicht hast du einen Fehler gemacht. Ja, لعله جاهل. Vielleicht ist er ahnungslos. Ja, لعله غلب على بلدته علماء السوء وقلدهم بجهالة. Vielleicht hat die falschen Gelehrten, folgt er den falschen Gelehrten. Ja. ولعله ولعله. Es gibt tausende Sachen dafür. Du kannst nicht einfach so jemanden für Kafir erklären. Ja. Ohne dass du das prüfst. Geht nicht.
Deswegen, Barakallahu fikum, diese Sache ist sehr, sehr gefährlich. Damit haben wir nichts zu tun, Barakallahu fikum. Ich werde das versuchen, während mein Ders und während mein Durus die ganze Zeit das zu wiederholen, damit ihr das versteht. Mit Takfir haben wir normalen Muslime nichts zu tun. Ja? Wir sind nicht mal Tulayb al-Ilm. Ja? Abgesehen von Talib al-Ilm. Ja? Deswegen, diese Sache lassen wir schön die Ulama entscheiden, nicht wir. Ja, sitzen hier einfach so hinter dem PC in Deutschland, der ist Kafir und der ist Kafir. Ja, subhanallah. Ibn Hajar al-Haythami sagt, rahimahullah tabarak wa ta'ala, in seinem Buch, Bughyat al-Muhtaj, ينبغي للمفتي أن يحاط في التكفير ما أمكنه ذلك لعظم خطره وغلبة قصده سيما من العوام وما زال أئمتنا على ذلك قديما وحديثا. كوك إمام ابن حجر الهيثمي يا المحقق عليه رحمة الله زماخت زوكا دي علماء داغف أوف ميكسام دسن أوف دي علماء نشت فيا. Dass es eine sehr, sehr gefährliche Sache ist, dass man dafür Ijma' braucht, dass man dafür die hundertprozentige Beweis braucht. Ja, und dieses Beweis muss so klar sein wie die Sonne. Ja, in der Mittagsstunde. Weil dieser Hukm es sehr gefährlich sagt, Ibn Hajar al-Haythami alayhi rahmatullah. Ja. Und deswegen sagt er, ma zala, und immer noch unsere Imma, sagt Ibn Hajar von damals, guck, Ibn Hajar sagt, ma zala, unsere Gelehrten, sagt er, ja, wenn die jemanden für Kafir erklären, weil er irgendwas gehört hat oder was irgendwas gesagt hat oder was gemacht hat, was Kufr war, die gucken hundertmal, untersuchen das hundertmal, bevor die jemanden für Kafir erklären. Sagt Ibn Hajar. Kommen wir zu Ibn Abidin alayhi rahmatullah in seinem Buch Hashiyat Ibn Abidin. والذي تحرر أنه لا يفتى يا بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف. Was sagt hier? Sehr, sehr schön. Diese Aussage. Ibn Abidin sagt in seinem Buch Hashiya, Ibn Abidin, die Hashiya von Ibn Abidin, sagt er, wenn du zum Beispiel einen Muslim vor dir hast, ja, oder wenn du jemandem, nicht Muslim, sondern wenn du jemanden vor dir hast, du bist 99% sicher, dass er Kafir ist, aber 1% bist du nicht sicher. Ja, du bist nicht hundertprozentig sicher, würde ich damit sagen, ja. أنه يسعى الإسلام نحكم بالواحد بالمية ja? لأنه مسلم. Wenn du 99% glaubst, dass der Kafir ist und 1% glaubst, dass der Muslim ist, du wirst mit dem 1% arbeiten müssen. Nicht mit 99%. Versteht ihr, liebe Geschwister? Das sagt uns einer der großen Gelehrten, Ibn Abidin. Ja? Yani, wenn Ikhtilaf ist, wenn die Gelehrten ja verschiedene Meinungen haben, wenn du nicht hundertprozentig sicher bist, dass er Kafir ist oder Muslim, 99 bist du sicher, 99 darfst du nicht mit diesen 99% arbeiten, sondern du arbeitest mit 1%, wo du sagst, ich glaube 1%, dass er Muslim ist, du arbeitest damit, du sagst, dann ist er Muslim. Nicht mit 99%, dass du glaubst, dass er Kafir ist. Nein. Deswegen, لا يزول عنه إسلامه إلا بيقين بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. Und wem gehört das? Min min, ja? Min al-ulama al-kibar, al-mujtahidin, min ahli al-halli wal-aqad. Hada leysa li, wala laka, innama lil-ulama. Die Ulama entscheiden, wer Kafir ist und wer nicht Kafir ist. Nicht du und ich. Ibn Nasr al-Din al-Dimashqi, alayhi rahmatullah, die siebte Gelehrte, also wir zählen das auf, qala, sagt, la'nu al-muslim al-mu'ayyani haram. Wenn du jemanden ja für Kafir erklärst, dass du sagst, dass er verflucht ist, ja, das ist haram. Sagt wer? Sagt Ibn Nasr al-Din al-Dimashqi alayhi rahmatullah. Und deswegen sagt er,
Und wenn wir zum Beispiel jetzt ein Beispiel nehmen, ja, weil hier al-Mu'ayyan heißt, dass du jemand Bestimmtes für Kafir erklärst. Bestimmt. Zum Beispiel, der ist Kafir mit dem Namen. Ja, das ist Haram, sagt Imam al-Dimashqi alayhi rahmatullah. Ja. النبي دي بروفيت صلى الله عليه وآله وسلم لعن الخمرة ولعن عشر أصناف الخمرة. طيب دي بروفيت صلى الله عليه وسلم هات verflucht zum Beispiel jemand, der Alkohol trinkt. Und diese ganzen Stufungen, es gibt 10 Stufungen von Khamr. Zum Beispiel jemand, der es trinkt, ist haram. Und das ist verflucht bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und nicht haram sowieso, aber verflucht bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand Alkohol trinkt. Oder wenn jemand das serviert. Oder wenn jemand das von einem bestimmten Ort zu einem anderen Ort transportiert und so weiter und so fort. Das ist verflucht. 10 Asnaf bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass es verflucht ist. Tayyib. Wir hatten, oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bei der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, gab Sahabi, ja, yashrub al-khamr, wa yudrab, wa yudrab. Es gab einen Sahabi, der Alkohol getrunken hat, und er wurde immer bestraft, geschlagen von den Sahaba, ja, weil er Alkohol getrunken hat. Hatta ahadu al-Sahabati qala marratan la'anaka Allah. Einer der Sahaba hat zu diesem Alkoholiker gesagt, oder diesem Sahabi, der die ganze Zeit Alkohol getrunken hat, oder immer Alkohol getrunken hat, nennt man Alkoholiker, dass er Alkohol getrunken hat. Da hat dieser Sahabi zu ihm gesagt, nachdem er immer bestraft wurde, dieser Sahabi, er wurde immer bestraft, weil er das immer wiederholt hat. Ja? Obwohl es haram ist, hat er das immer wiederholt. Deswegen hat ein Sahabi, ein Gefährte des Propheten, zu ihm gesagt, La'anak Allah, möge Allah dich verfluchen. Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam daraufhin? La tal'anu, verflucht ihn nicht, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Fa'innahu yuhibbu Allah wa rasulah. Er liebt Allah tabaraka wa ta'ala und er liebt den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. An den Nabi, was sehen wir hier? An den Nabi sallallahu alaihi wa sallam, La'ana al-Sharib al-Khamri ala al-Umum. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Aussage gemacht, Verfluch sei diejenigen, die Alkohol trinken oder dies transportieren oder servieren und so weiter und so fort. Das ist allgemein, liebe Geschwister. Ja? وَلَمْ يُعَيِّنِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هَذَا الرَّجُلِ. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diesen Sahabi nicht, dieses Verfluch, dieses Ziel, dass man ihn für Kafir erklärt oder dass er mal'un ist, weil er Alkohol getrunken hat, zielt man nicht darauf auf eine Person, sondern das ist Lafzul Ijma', der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gesagt. Ja? Und deswegen hat der Prophet gesagt, und der Prophet hat bezeugt, وَشَهِدَ لَهُ وَشَهِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَهُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Und der Prophet hat bezeugt, dass der, obwohl er auch Alkohol trinkt, man sollte ihn nicht verfluchen. Warum? Weil er Allah tabaraka wa ta'ala liebt und den Propheten sallallahu alaihi wasallam liebt. Ja? Deswegen sagen wir, viel Farq bin al-Ta'mimi wa al-Ta'yini fi al-Hukm. Es gibt einen Unterschied zwischen allgemein und zwischen jemand Bestimmtes, liebe Geschwister. Ihr müsst aufpassen. Ihr dürft nicht einfach jemanden einfach so für Kafir erklären. Das geht nicht. Ja? Lafz al-Ta'yin ist nicht unsere Sache. Und deswegen sagt auch das, was Nasr al-Din Dimashqi gesagt hat, wir sagen das nochmal, قَالَ لَعْنُ الْمُسْلِمِ الْمُعَيَّنِ حَرَامٍ. Und dann sagt er, وَأَشَدُّ مِنْهُ رَمْيُهُمْ بِالْكُفْرِ. Yani, wenn man jemanden verflucht von den Muslimen, ist haram, das darf man, ist verboten, verflucht. وَأَشَدُّ مِنْهُ, und schlimmer als das ist, wenn jemanden für Kafir erklärt, sagt, du bist Kafir, yani mach Takfir. وخروجه من الإسلام وفي ذلك أمور كثيرة ليست مرضية لعل من أقلها أن فيه إشمات أعداء الإسلام بأهل هذه الملة الزكية وفي تمكينهم من القدح في الإسلام والمسلمين. يعني es ist eine sehr schwere Sache, noch schwerer ist, dass man jemanden für Kafir erklärt, ja, und deswegen sagt er, الناس يفرون من الإسلام دان, denn die Menschen hauen ab von Islam. Liebe Geschwister, wenn wir überall da jemand für Kafir erklären, da für jemand für Kafir erklären, dann gibt es keinen Muslim mehr. Subhanallah. Das will er damit sagen, Sheikh Dimashqi alayhi rahmatullah. Kommen wir zu Imam Shawkani alayhi rahmatullah, sagt, اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم. Da sagt er, so wisse,
sagt Imam Shawkani, du darfst nicht jemanden für Kafir erklären einfach so. Ja? Und dass er jetzt ein Kafir ist. Ja? يؤمن بالله واليوم الآخر يا أن يقدم عليه إلا ببرهان außer der glaubt an Allah, der glaubt an Yawm al-Qiyama, der glaubt an den Propheten صلى الله عليه وسلم, du darfst ihn nicht einfach so für Kafir erklären außer mit einem Burhan. Und diese Aussage geht nicht an uns, liebe Geschwister. Diese Aussage ist für die Ulama selber. Wie gesagt, wir dürfen nicht jemanden für Kafir erklären oder dass dieses was er geschrieben hat, Imam Shukani, ist an uns gerichtet. Aber der Hukum machen wir nicht. Sondern der Hukum machen die Gelehrten. Deswegen warnt er uns, Imam Shukani, hier. Dass wir das nicht erlauben. Das ist nicht erlaubt, dass wir einfach so jemanden für Kafir erklären, die normalen Muslime. Untereinander. Oder diese Minderheit von den Muslimen, die Takfir auf jeden machen. Deswegen sagt er, das darf man nicht außer illa bi burhanin awdah min ash-shams. Außer mit einem Beweis, der klarer ist als die Sonne. فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال in den richtigen صحيح, Aussagen von dem Propheten, صحيح Überlieferungen und Hadithe von dem Propheten صلى الله عليه وسلم, sagt der Prophet صلى الله عليه وسلم من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما. Der Prophet صلى الله عليه وسلم sagt, wenn jemand zu jemandem sagt كافر, du bist كافر, entweder ist كافر, der das gesagt hat, oder der andere, einer von denen. Ja, wenn du jemanden für Kafir erklärst und der ist nicht Kafir, dann bist du Kafir. Warum lässt du das nicht? ففي هذه الأحاديث أو ففي هذه الأحاديث أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير الناس. Deswegen sagte der Prophet صلى الله عليه وسلم hat uns dieses Hadith gesagt und da ist eine das hier wissen wir oder hier kennen oder hier müssen wir wissen, dass es nicht erlaubt ist, dass wir so schnell einfach so Takfir auf jemanden machen. Warum sind sie so schnell? Warum lässt du das nicht? Kommen wir zu Ibn al-Wazir, alayhi rahmatullah, sagt in seinem Buch, Ithar al-Haqqi fil Khalq. Ithar al-Halq, Ithar al-Haqqi ala al-Khalq. Da sagt er, an al-Hukm bi Takfir al-Mukhtalifi fi Takfirihim mafsadatun, bayinatun, tukhalifu al-Ihtiyata, wa inna al-Khata'a fil Afwi khayrun min al-Khata'a fil Uquba. Sagt genauso, wie die anderen Gelehrten sagt, wenn du falsch liegst und jemanden für Muslim erklärst und er ist Kafir, ist besser und ist leichter, als du jemanden für Kafir erklärst und er ist Muslim. Kurz gesagt. Ja. Imam al-Qurtubi, alayhi rahmatullah, sagt in seinem Buch Al-Mufham und Imam ibn Hajar, alayhi rahmatullah, überliefert von ihm in Fath al-Bari, ابن حجر العسقلاني الفتح الباري تزاكت وباب التكفير باب خطير أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا وتوقف فيه الفحول فسلموا ولا نعدل بالسلامة شيئا تزاكت dieses باب dass man jemanden für Kafir erklärt, Bab al-Takfir, ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Imam al-Qurtubi sagt das von damals, Imam al-Qurtubi, einer der größten Mufassirin. Damals sagte er, es ist eine gefährliche Sache. Subhanallah. Und heute kommt jemand und sagt, der ist Kafir hinterm PC. Ja? Nimmt den Mic und sagt, das ist Kafir, das ist Kafir. Subhanallah. Hat jetzt diese ganzen Aussagen von den Ulama nicht gelesen oder will er das nicht verstehen? Oder hat er selber nur ein Buch gelesen und dann ist er ein Gelehrter? Oder wie? Oder hat er ein Juz auswendig gelernt und ist er jetzt Gelehrter und darf jetzt sagen, wer Kafir ist und wer nicht Kafir ist? Subhanallah. Fragen wir eine Frage. Wir beenden es inshallah ta'ala, unseren heutigen Ders beenden wir inshallah ta'ala gleich. Wir fragen eine Frage. Man huwa ash-shakhs al-mu'ahhil bi isdar al-hukm at-takfir 'ala ayyi muslimin qala aw fa'al ma huwa kufr? Wer ist derjenige, der diesen Hukm macht, auf jemandem Kafir zu sagen und Takfir machen, weil dieser jemand irgendwas gesagt hat, was Kufr ist, oder irgendwas gemacht hat, was Kufr ist? Wer ist dafür zuständig für solche Sachen? Al-Jawab, die Antwort. إن المخول لهذا هم العلماء من المجتهدين الكبار الأئمة من أهل الحل والعقد لأن العلماء ورثة الأنبياء مع عدم عصمتهم إلا في الإجماع الثابت العلماء إليهم المفزع
بعد الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أمرنا بالرجوع إليهم. Derjenige ist dafür zuständig, jemanden für Kafir erklären, der ein Mujtahid ist. Ja, das sind die letzten Stufen, die ein Alim, ein Gelehrter erreicht, nämlich, dass er Ijtihad macht. Dass er Mufti ist dann. Dass er sagt, was richtig ist und was falsch. Und die Ijma' von diesen Leuten, nicht nur eine, die Ijma' von diesen Leuten, ja, weil er ist ja nicht Ma'asum als Einzige. Ein Mujtahid als Einzige ist nicht Ma'asum, aber die Ulama zusammen, ja, das, was die rausbringen als Hukum, ja, ja, das, was die rausbringen als Hukum, zum Beispiel 100 Gelehrte, 200 Gelehrte, Mujtahidun, wenn die einen Hukum rausbringen, dann ist das richtig deren Hukum. Aber wenn ein Gelehrter nur irgendwas sagt und alle anderen Gelehrten was anderes sagen, dann gehen wir doch nicht mit dem Aussage von einem Gelehrten. Deswegen, hier ist Ijma' gesagt, angesagt, liebe Geschwister hier. Und deswegen sagt auch Allah tabaraka wa ta'ala, ja, und Allah befiehlt uns, dass wir zu den Gelehrten zurückkehren, zu den Ijma'. Allah sagt tabaraka wa ta'ala, fas'alu ahl al-dhikri in kuntum la ta'lamun. Ja, so fragt die Leute die Ermahnung. So fragt die Leute die Ermahnung, wenn ihr es nicht wisst. Allah tabaraka wa ta'ala sagt das im Koran. Ja, in Surat al-Anbiya, Vers 7. Fas'alu ahl al-dhikri in kuntum la ta'lamun. So fragt die Leute die Ermahnung, wenn ihr es nicht wisst. Und dann Allah tabaraka wa ta'ala sagt auch in einem anderen Vers, ja, qala Allah tabaraka wa ta'ala wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih walau radduhu ila Allah aw walau radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amr minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Da sagt Allah tabaraka wa ta'ala, wenn es, ich zitiere nicht den ganzen Übersetzung, also die ganze Übersetzung von diesem Vers, da sagt Allah tabaraka wa ta'ala, wenn sie es jedoch vor den Gesandten und den Befehlshabern, und wer sind die Befehlshaber? Uli al-amr, das sind die Ulama. Unter ihnen berichten, würden es wahrlich diejenigen unter ihnen wissen, die es herausfinden können. Ja? Das heißt, wir müssen zu den Ulama zurück. Nicht zu jemand, der irgendein Buch gelesen hat oder irgendwo sich bekannt gemacht hat aus YouTube oder keine Ahnung wo und macht Takfir auf jeden, den nehmen wir als Beispiel. Geht nicht. Wir brauchen die Ijma' von den Ulama. Wenn du sagst, ich will jemanden Takfir machen, dafür brauchst du Ijma' al-Ulama. Du selber nicht. Du hast da nichts zu suchen. Du hast da nichts zu sagen. Subhanallah. Und deswegen sagt auch der Prophet sallallahu alaihi man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn Allah tabarak wa ta'ala jemanden liebt, ja, dann macht ihr ihn erfolgreich in jenseits und diesseits. In diesseits und jenseits. Er macht ihn erfolgreich mit was? Mit Ilm. Mit Wissen. Ja? Idhan, lazim narji' ila al-ulama. La yatakallamu fi hadha al-qadaya illa al-ulama. Illa kibar al-ulama. Hum alladhina yatawallawna iqamat al-hujja. Keiner hat bei dieser Sache irgendwas zu sagen, außer die Ulama. Nicht die normalen Muslime kommen und machen Takfir auf jeden. Das ist falsch, was die machen. Das ist ungerecht, was die machen. Diese Sache gebührt nur die Ulama, nicht die normalen Muslime. Und deswegen sagt auch einer der Zeichen von den Yawm al-Qiyama, ja, ist was, einer der Zeichen von jüngsten Tag ist was, أن يتصدر الأصاغير أو أن يتصدر الأصاغير إلى الفتوى. Das kleine Leute kommen und machen Fatwa. تجد واحدا قرأ كتابا أو كتابين أو سمع شريطا أو شريطين أو حفظ متنا أو متنين أو جزءا أو جزئين يظن ويزعم أن نفسه وضع ويزعم في نفسه أنه أكبر أو أنه كبير ويبدأ يحكم على فلان بالكفر
Anta kafir und anta fasiq und anta zindiq. Du siehst jemand, der irgendein Buch gelesen hat oder irgendeinen Aufnahmeton gehört hat von irgendjemand oder hat ein Juz auswendig gelernt, ja, kommt und macht Takfir auf den und den. Subhanallah. Ihr sagt, jetzt habe ich den gehört, der hat gesagt, dass es Kafir ist. Wer ist der? Oder dass er irgendein Buch gelesen hat. Wer hat das geschrieben? Subhanallah. Und deswegen sagt auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in dem Buch, in dem Sahihain, in dem Buch al-Bukhari und Muslim, إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَى عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. Der Prophet صلى الله عليه وسلم sagt, am jüngsten Tag, einer der Zeichen der jüngsten Tag ist, dass dieses Wissen, der Wissen von Koran und Sunna bleibt ja bei den Menschen. Aber Allah tabaraka wa ta'ala nimmt die Gelehrten zu sich zurück. Und wenn die Gelehrten nicht mehr vorhanden sind und da sind, die Leute, die normalen Leute, der Ilm ist da, aber die haben keine Ahnung davon, nehmen kleine Leute, Juhal, Ahnungslose, als Befehlshaber und als Fat'alim und so weiter. Und diese ahnungslosen Leute machen irgendein Fatwa, ja, und damit sind die selber zerstört und damit sind auch die Muslime damit zerstört, mit diesen ganzen Fatwas. Subhanallah. فضلوا وأضلوا. Und deswegen sagt auch Imam al-Bukhari alayhi rahmatullah überliefert uns ein Hadith von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ist alle letzten inshallah ta'ala, wir beenden das gleich. Da sagt Imam al-Bukhari: "Idha wussid al-amru ila ghayri ahlihi fantadhir as-sa'a." Wenn dieses Befehl haben, ja, wenn die Führung der Umma, ja, bei diejenigen sind, die nicht Ahel von dieser Sache sind, die nicht Mann von dieser Sache sind, so warte den jüngsten Tag, so warte der Yom al-Qiyamah. Ja? Und dieses Hadith, und wo ma rawahu Ibn al-Mubarak fi al-Zuhdi an den Nabi sallallahu alaihi wa sallam dhakaru al-Albani fi silsilat al-Sahihati inna man ashrat al-Sa'ati an yantamasa al-Ilmu inda al-Asagir. Abdullah ibn Mubarak alayhi rahmatullah hat auch ein Hadith überliefert von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in seinem Buch Az-Zuhd. Ja, und Imam al-Albani in den Silsil al-Sahih hat diesen Hadith für sahih erklärt, für richtig. Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, min ashrat as-sa'a, der Zeichen der jüngsten Tag ist, dass dieses Ilm, ja, sich versammelt, dass die kleinen Leute kommen und so machen, als ob die Gelehrten sind. In der Asari, kleine Leute. Ja, kommen, ein Buch haben die gelesen, schon sind die Mufti. Die haben ein kleines Buch gelesen, schon sind die Gelehrter. Die reden nicht mit allen Leuten. Ja, so hochmutig. Wir haben das gelesen, wir haben das gelesen, wir haben das auswendig gelernt. Subhanallah. Khair, inshallah ta'ala. Damit beenden wir inshallah ta'ala unsere heutigen Dars. Das waren ungefähr 10 Aussagen von den Gelehrten. Ja, alayhim rahmatullah. Und das war halt auch eine Anführung in dieses Thema. Und inshallah ta'ala, beim nächsten Mal machen wir eine kurze Definition über das Kufr selber, dieses Wort. Was bedeutet das, Al-Kufr? Ja? Beim nächsten Mal inshallah ta'ala. Subhanakallah wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illallah. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alamin.